Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Tagesausblick auf den 10.2. Die Börse, meine Damen und Herren, ist ein Umfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, wo man akzeptieren muss, dass man ständig unvollständige Informationen hat. Aber einfach so kommt es von Zeit zu Zeit dazu, dass Daten veröffentlicht werden, die Aufschluss darüber geben, wie es weitergehen könnte in wichtigen Fragen, mit denen sich der Markt jetzt sehr stark beschäftigt. Und genau das wird heute Nachmittag um 14:30 Uhr geschehen, wenn in den USA die Inflationsdaten veröffentlicht werden. Es wird ein Plus erwartet von 7,3%, in der Kernrate nicht so stark. Da wird das Plus liegen bei 5,9%, so ist es zumindest erwartet. Nun ist es so, dass diese Daten alle 2 Jahre saisonal angepasst werden und angepasst werden auf die Konsummuster der Verbraucher. Und genau so eine Anpassung wird jetzt auch im Januar, also für die Daten, die jetzt heute Nachmittag gemeldet werden, geschehen. Nun erinnern wir uns zurück an den vergangenen Freitag, wo ebenfalls saisonale Anpassungen durchgeführt wurden. Damals an diesem Freitag für die Arbeitsmarktdaten für den Monat Januar. Und wir erinnern uns zurück, dass diese sehr viel besser ausgefallen waren, als das insgesamt erwartet wurde. Nun gibt es für den Inflationsbericht heute Nachmittag ebenfalls diese saisonalen Anpassungen. Man darf gespannt sein, wie das dann aussehen wird. Goldman Sachs hat die veröffentlichten neuen Ausgabenkorb für die Bestimmung des Verbraucherpreisindex einmal durchgerechnet. Das wurde auf der Webseite hier bereits veröffentlicht, wie der neue Warenkorb, der zur Messung der Inflation herangezogen wird, aussehen wird nach den saisonalen Effekten. Und man geht hier bei Goldman Sachs davon aus, dass die Inflation sogar noch einen Tick stärker gestiegen sein wird durch diese saisonalen Anpassungen. Ob es dann wirklich danach dazu kommt, wird man dann heute Nachmittag sehen, wenn die Daten veröffentlicht werden. Klar, die Gleichung ist eine, die erwartbar ist. Alles, was irgendwie im Rahmen der Erwartungen liegt oder sogar eine höhere Inflation anzeigt, wenn das heute Nachmittag dann so gemeldet wird, dann könnten die 10-Jahres-Renditen in den USA den Sprung schaffen über die 2%-Hürde. Diese 2%-Hürde, da sind die Renditen die ganze Zeit so in den letzten Tagen in Reichweite dazu. Da könnte es also einen erneuten Zinsanstieg geben. Und wir wissen ja, dass insbesondere die Tech-Aktien empfindlich darauf reagieren. Wir haben bei den Kryptowährungen jetzt eine doch kräftige Zwischenerholung gesehen. Die steht dann eben zur Disposition, müsste neu bewertet werden, ob die hält. Es kann aber auch sein, dass die Inflationsdaten eben sehr viel schwächer anziehen, als das erwartet wurde. Das könnte kurzfristig eben eine umgekehrte Bewegung bringen. Gerade bei den Tech-Aktien sollte man dann aufpassen, ob es da möglich sein wird, dass die Kurse sich vielleicht ein bisschen kräftiger erholen. Aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ein schwächerer Inflationsbericht für Januar wird jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass es eben eine Zinswende in den USA geben wird oder dass die zumindest versucht wird, vielleicht auch ziemlich aggressiv versucht wird, wird es nicht umkehren. Wir haben eine hohe Inflation, die wird auch weiterhin hoch sein. Das ifo-Institut hat ja dazu eine Umfrage auch für Deutschland veröffentlicht. Da werden ja am Freitag um 8 Uhr die Inflationsdaten erwartet. Und das ifo-Institut hat herausgefunden, dass die Unternehmen nun mittlerweile mehrheitlich planen, die Preise zu erhöhen. Und viele werden eben auch eine Rechtfertigung haben vor ihren Kunden, die eben jeder nun versteht. Viele Unternehmen haben ja auch gesagt, wir können jetzt nicht liefern, unsere Services sind nicht so stark, wenn man eine Hotline anruft. Dann überall, wo eben ein Service-Level heruntergefahren wurde, wie die letzten 1,5 Jahre, wurde das begründet mit der Pandemie. Und jetzt könnte man eben die Pandemie wiederum benutzen, um zu begründen, dass man die Preise anheben muss für Endprodukte. Und das ist etwas, das im Jahresverlauf erst im starken, das erst kommen wird. Das ist noch nicht so stark da. Also da jetzt davon auszugehen, wenn jetzt in den USA schwächere Inflationsdaten gemeldet werden, dass das Thema dann vom Tisch ist, das halte ich für
übertrieben. Was allerdings passieren kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die FED am 16. März, das ist die nächste Sitzung, den Leitzins um gar 50 Basispunkte anheben wird. Diese Wahrscheinlichkeit steht aktuell bei 20% und diese Wahrscheinlichkeit könnte rausgehen aus dem Markt. Das könnte auf 15, auf 10% und so eine Nebenschauplatz werden, wenn die Inflationsdaten eben eine gewisse Entspannung jetzt erstmal anzeigen. Also es geht um das Timing, die Verteilung der anstehenden Zinsanhebungen. Ein Report, sagen wir mal einfach von 10% Inflationsrate, würde sicherlich dazu führen, dass wir von 20% vielleicht sogar Richtung 30-40% gehen für eine 50 Basispunkte Anhebung im März und dann haben wir entsprechende Anpassung, die das dann eben erzwingt am Markt. Was mir grundsätzlich gefällt in Sachen Inflation, könnte vielleicht irgendwie nicht so schlimm werden in den nächsten Wochen und Monaten, ist der Ölpreis. Jetzt funktioniert hier leider mein Chart nicht, deswegen schaut einfach ins Chartforum. Rohöl Brent hat eine Trendwende ausgebildet. Das ist etwas, was ich gestern auch schon gezeigt habe. Unter 92,70 ist der Ölpreis ist da drunter geblieben. Wir hören aus den USA, dass Preise über 90 Dollar die teuersten Fracking-Felder wieder profitabel werden lässt. Also die Ölunternehmen, die da in den Permian Basin in Texas, New Mexico zum Beispiel tätig sind, wie eine Pioneer Resources, die ja sämtliche Vorausverkäufe abgebaut hat und jetzt zum Marktpreis verkauft, was ja Zuversicht ausdrückt. Da könnte also eine größere Ölmenge kommen, ein bisschen Zeit verzögert, aber das ist genau das, worauf der Markt ja achtet, was ja auch, muss man dazu sagen, vor 2 Jahren dazu geführt hat, dass die OPEC ihre Mindestpreiskontrolle des Ölpreises aufgab. Das haben sie jetzt zwischenzeitlich durch eine Erweiterung zur OPEC Plus wieder hinbekommen, aber nur, weil die Fracking-Unternehmen in den USA eben aufgrund der negativen Ölpreise zur Pandemie Jahr 2020 von der Insolvenz bedroht waren. Viele sind auch pleite gegangen. Und jetzt haben wir eben wieder auskömmliche Preise und das hängt jetzt eben davon ab, wie schnell diese Fracking-Produktion wieder nach oben sich bewegen wird und das könnte eben zu einer kräftigen Wende im Ölpreis führen, wenn die USA wieder anfangen, den Markt mit Öl zu fluten. Das ist also ein Thema, das man beobachten sollte, eben insbesondere hinsichtlich dieser Trendwende, die jetzt gestern eben auch mit der Zwischenerholung im Ölpreis bestätigt wurde. Also wir haben eine Trendwendeformation, die erste, übrigens seit Anfang Mitte Dezember im 4-Stunden-Intervall. Schaut euch das an im Chartforum für jeden, der einen Zugang hat. Auf unserer Handelsplattform einfach ins Chartforum schauen, da ist die Chartanalyse hinterlegt. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.